Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Max-Linder-Haus. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind und mit mir gemeinsam Hans-Dieter Schütt begrüßen, den ich Ihnen kurz vorstellen kann und der dann uns aus seinem neuen Buch Stefan Hermin entlang eines Dichters vortragen wird. Hans-Dieter Schütt ist möglicherweise Ihnen bekannt. Er ist Journalist im thüringischen Ohrdruf, 1948 geboren, Abitur mit Berufsausbildung, habe ich gelesen, Gummifacharbeiter einige Jahre, Buchhändlerlehre und hat dann Dramaturgie und Theaterwissenschaft an der Theaterhochschule in Leipzig studiert und war dann lange Zeit bei der Jungen Welt, zunächst als Filmkritiker und später 1984 bis 1989 als Chefredakteur. In diese Zeit fällt auch die aufregende und dramatische Episode seiner Filmkritik über die Reue, über den Film von Abulaze und der immer noch als sehr aufregend, für mich jedenfalls aus der Generation erkennbar ist. Bemerkenswert ist aber, dass er sich 2009 sehr intensiv und sehr selbstkritisch mit dieser Episode in einem biografischen Roman oder Buch auseinandergesetzt hat. Und seitdem, von 1992 bis 2012, Feuilletonchef beim Feuilleton der SND gearbeitet hat. Und seitdem vor allem eine große Vielzahl von Erinnerungen, von Gesprächsbüchern und Biografien aufgetreten ist. Von ganz verschiedenen Leuten. Schon ein bestimmtes Spektrum andeuten von Regine Hildebrandt über mehrere Bücher über und mit Gregor Gysi und seiner Schwester bis über Andreas Dresen, über unseren ersten ersten Ständenvater Gauss, das ist ein Buch über Gauss und wie bitte? Und über Schorlemer und so weiter. Und Castorf und alles Mögliche und den Sänger, den Baggerfahrer Gundermann. Gut, dass Sie mitmachen. Namen sind nicht mehr so ganz präsent. Jedenfalls ein tolles kulturgeschichtliches Spektrum, eine Bibliothek, da entstanden ist, einer Kultur, einer vergangenen, vergehenden Kultur. Und heute das neue Buch über Stefan Hermin. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf die Lesung und das Gespräch. Danke. Wir haben so verabredet, dass du uns das Buch durch Lesung, durch Erzählen in Abschnitten vorstellst und wir dann ins Gespräch kommen und sie natürlich dann zum Schluss vielleicht auch mit dem Autor sprechen. So, das Bedürfnis besteht. Ich fange vielleicht einfach mal mit dem Anfang an, womit sich ein wenig erklärt, warum Stefan Hermin. Ich beginne mit einem Zitat aus seinem Buch Abendlicht. Er schreibt: Vorn zwei Oboen und eine Oboe da Caccia. Im Hintergrund Streicher und Continuo. Sie setzen mit dem Thema ein, das der Chor von Takt 24 an homophon wiederholt. Von den Wäldern atmet Kühle her. Wie schnell ist der Tag vergangen? Es hat sich eine Dämmerung aufgemacht. Aus ihren Falten werden tiefere Finsternisse fallen. Wo einer fragt, werden andere keine Antwort wissen. Und wo Antworten gegeben werden, werden Fragen warten. Mit A la breve beginnt beschleunigt eine Chorfuge. Die Dunkelheit löscht die Gesichter aus, die Merkmale der Arbeit, die helleren Farben der Straßen. Kein Fenster schimmert mehr. Kein nachbarliches Haus, keine Siedlung wartet. Die Streicher beschreiben mit GDB FIS ein Kreuz. Bleibe bei uns. Zitat Ende. Wer so betörend schreibt, es ist der Beginn kristalliner Prosa. Abendlicht, 1979.
Sprache wie Fachwerk, präzis gefugt und verstrebt, damit man kunstgeschützt durch die Zeiten kommt, durch Erschöpfung und Erschütterung. Ja, es gibt ein Jenseits von Welt mitten in der Welt. Es gibt Musik. Wir wollen uns bergen und bewahren. Wir wollen, so sagt es Martin Walser, einen wahren Schmerz wegmusizieren. Musik steht auch bei Stefan Hermlin für das, was Kunst allem Dasein voraus hat. Alle Kunst, bis in die einzelne Fuge. Es ist, so schreibt Hermlin, ein großer Augenaufschlag, die Welt könnte gut sein und ihr könnt ertragen, was ihr tragt, ohne zu erblassen, ohne aufzuschreien. Zitat Ende. Aber die ersehnte gute Welt ist eine Illusion. Menschen wollen eher gut leben als gut sein. Wir sind Unglückliche und Unglücksstifter. Was uns an Edlem versagt bleibt, ist freilich unser wertvollster Besitz. Es drängt Träume in die Ohnmacht, aber hält sie wach. Entlang eines Dichters, entlang einer Wegstrecke, ja, eines Flusslaufs, einer Bergkette, eines Waldrandes, einer Häuserzeile, aber eines Menschen, schauend vorübergehen, Berührung durch Beobachtung, sich in einer Nähe fühlen, ohne den Abstand zu leugnen. Man bleibt im Schatten von etwas Größerem, wie unter einem Schutz. Unheimliches birgt der Weg auch. Ich weiß, um das, was Hermlin umschwappt, was an ihm kritisiert und abgelehnt wird, dies Hochtönende, dies Geloben, dies tapfer wie trotzig Religiöse, das Schicksalsschwere, eingefasst in Eleganz. Um diese Vorwürfe und Ablehnungen weiß ich, und ich weiß um jenes Befremden, das aus den Urteilen entsteht. Das Hochtönende sei epigonal, das Geloben blind, das Religiöse klerusnah, das Schicksalsschwere ideologisch durchdrängt. Mich hat das alles angezogen. Ein Mensch zwischen Kampf und Kultur, zwischen Politik und Poesie. Kämpfer für eine Kultur, die aus Mordgruben aufersteht, fruchtbarem Felde zu. Volker Braun schreibt, der Reigen der Gemordeten umschloss ihn und die Schwäne der Zukunft hat er gesehen. Ein weiter Horizont wird von Hermlin schreibend in den Blick genommen, aber um sein Innenleben bleibt ein Zaun gezogen. Hat sich eine solche Konfliktlage, die sein Leben bestimmte, inzwischen erledigt? Wir beschwören kaum noch große Ziele, suchen kaum noch Wege hin zu einer Vision. Und was immer wir fragen, die Antworten gehen schaudernd davon. Aber das Nachlesen bei Hermlin ist eine Möglichkeit, um noch einmal zu erahnen, wie das ist, in heftiger Neigung zu einer Sache zu leben und dabei das Verfallensein nicht zu fürchten, das Schöne, das Schaurige. Es gibt im gesamten Werk jene herausfordernde Empfindungs- und Denkungsart, die bleibt. Und plötzlich keimt sie mir neu in diesen anderen Zeiten, die nicht durchgängig neu sind. Eine Art, die keimt wie Unkraut. Keiner verlangt nach ihm, aber es wächst. Niemand gibt Wasser, aber es grünt. Und wer es fürchtet, fürchtet doch nur seine Fruchtbarkeit. Das Unkraut gibt der Kunst ein Beispiel. Der Kunst und auch dem Glauben, der eine Kunstform des Lebens ist. In härtesten Zeiten ein Trotz, ein Trost, ein Verhängnis. Im Spannungsfeld der Weltanschauungen erscheint Hermelin in der DDR als das Urbild einer grauen Eminenz, die das Grau verachtet, aber just im Umgang mit dieser dominanten Daseinsfarbe
so ungemein färbt und farbig wirkt. Wenn die Wolken seiner Eitelkeit ein wenig abgeregnet sind, kann dieser ernste, von Fassung durchdrungene Hermlin verblüffend kindlich kichern. Das teilen alle mit, die ihn kannten. Das ist wie Urlaub von einer gewachsenen Formkraft. Möglicherweise hat Hermlin in bestimmten unerwarteten Momenten das Ungebärdige, das Robuste wie eine heimliche, nahezu verbotene Freude empfunden. Wer weiß. Den einen ist er ein parteilicher Dichter mit Praxisanspruch just dort, wo die Bedürfnisse der sozialen Schwachen und Unglücklichen auf die Tagesordnung zu setzen sind. Anderen scheint er nur dort akzeptabel, wo sein Erzählen dunkel bleibt. Im besten Falle kann man fürs Parteinehmende und fürs Dunkle die gleichen Dichtungen, die gleichen Texte heranziehen. Und noch ein kleiner Abschnitt. Welche Eindrücke bleiben? Was ist haltbar überliefert? Offenbar weiß dieser Mann, wann und wie man die Mitte eines Kreises betritt. Er tritt auf, er tritt hinzu, er tritt in Erscheinung, er tritt gekonnt beiseite, er tritt zurück. Er tritt ein für andere, ja, und er versetzt Dritte. Auch dies, und sehr gezielt. Er konnte grob werden. Als 1984 in West-Berlin Flüchtlingsgespräche mit Ausgereisten aus der DDR Vertriebenen stattfinden sollen, Günter Grass lädt ein, da attackiert Hermlin im DKP-Organ Unsere Zeit, ich zitiere, Flüchtlinge sind wir, nur wir, niemand sonst. Diese Herrschaften sind Ausreiser. Ausreiser mit Sack und Pack, bei helllichtem Tage, mit schönen Papieren, auf ihre eigene Veranlassung und oft mit freundlicher Verabschiedung. Heinrich Böll fordert eine Entschuldigung. Es ist eine dieser öffentlichen Äußerungen, ja auch das ist Hermlin, die in der Lage sind, alles mühsam Erbaute an Wertschätzungen urplötzlich niederzureißen. Die Literaturgeschichte ist voll von dem, was dann folgt. Grobe Zuweisungen und primitive Festschreibungen. Der Holzhammer, die Brechstange, der Eisstrahl. Ein einziges Mal nur ist man zu direkt gewesen und der Verachtungsstempel saust auf alles so filigran Geschriebene nieder. Einmal Stalin-Hymnen, immer Stalinist. Einmal die Mauer verteidigt, immer Betonkopf. Einmal stillgehalten, immer ein Mitläufer. Ungerecht ist das und ungehörig. Aber es hat seine Logik. In Gesellschaften wie der DDR, in denen Erfahrungen nicht öffentlich ausgetauscht werden, sind zwischen Tonangebenden und Gedrückten zwangsläufig Verhärtung und Hass die Folgen. Und Unfähigkeit zur Differenzierung. Aber das trifft beide Seiten der Ost-West-Front. Man soll nicht miteinander ins Gespräch kommen, man hat nur unablässig und immer da im Kampf zu stehen. Hermlin wird ein starker Literat, weil er womöglich nie wirklich ein glücklicher Mensch war. Nicht zufällig heißt es, man sei mit einem Talent geschlagen. Talent ist defekt. Du blickst tiefer, als an obligaten Lebensinstinkten nötig ist. Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Das ist die Wahrheit, schlimm genug. Die schlimmere Wahrheit, erstens kommt es anders, zweitens, weil man denkt. Und wenn Zeit zu leben nur Zeit zu kämpfen ist, das schlaucht. Aber nichts scheint bei Hermlin kraftlos zu geschehen, selbst wenn er müde wirkt. Vielleicht hat ihn am meisten erschöpft, dass er oft nur einlenken kann, wo er doch lenken möchte. Dichter und Diplomat und manchmal wohl auch Dandy. Feinsinniger Förderer im Schatten jener unfeinen Funktionäre, die darauf bestehen, als einzige letzte Entscheidungen zu treffen. Er ist Akademiker und Außenseiter, Genosse und, wie es Günter Kunert sagt, sozialistischer Grand Seigneur. Vielleicht erstmal
Bis hierhin. Und Martin, wenn du eine Frage schon hast. Ich gebe dir erstmal was ein. Du schreibst es selber, dass Hermdin in seinen Veröffentlichungen heute kaum noch verfügbar ist, dass er kaum noch bekannt ist, dass man ihn zu kennen scheint und eigentlich gar nicht gelesen hat. Jedenfalls für nachfolgende Generationen gar nicht mehr eine verfügbarer Autor ist. Dennoch aber so eine enorme öffentliche Präsenz immer noch hatte, vor allem nach den vermeintlichen Entdeckungen und der Auseinandersetzung in den 90er Jahren. Du hattest schon angedeutet, warum dich das jetzt so interessiert. Naja, wie könnte man denn sozusagen, dazu kann das Buch, wird das Buch ja auch dienen, sich das Werk neu zu erschließen, denn die Auseinandersetzung mit der Person soll ja vor allem auf das Werk hinführen. Ich bin noch vom Werk ausgegangen, ich habe also seine Sachen nochmal gelesen. Und das ist ja bei ihm das Erstaunliche, dass er eigentlich in seinen Erzählungen sehr hart, sehr bitter, sehr grausam, auch sehr blutig ist, logischerweise, weil es um antifaschistischen Widerstandskampf geht. In diesen Erzählungen wird gemordet, es wird verfolgt, es wird versucht, sich zu befreien, wenn man an eine Erzählung aus dem Ghetto denkt. Es wird hingerichtet, es sind also die schlimmsten Dinge, die mit antifaschistischem Widerstandskampf zu tun haben. Die ruft er bewusst ins Gedächtnis, weil er, das ist offenbar in seinem, was heißt offenbar, das ist in seinem dichterischen und in seinem emotionalen und überhaupt in seinem denkerischen Gen veranlagt und tiefer graben, dass er diesen antifaschistischen Widerstandskämpfern gewissermaßen ein Diener sein will und sich in deren Folge als jemand sieht, der mit seinem eigenen Leben Glück gehabt hat, aber der nie in so eine Konsequenz gezwungen wurde, wie manche mit ihrem Leben bezahlt haben. Das hat ihn immer, dieses Gefühl hat ihn immer geprägt. Und deswegen hielt er es für seine wichtigste Aufgabe, diesen antifaschistischen Widerstandskämpfern gewissermaßen ein Denkmal zu setzen. Er hat ja dann auch eine, im Verlag des Neues Leben eine Reportagereihe geschrieben, die erste Reihe, wo er junge Deutsche geschildert hat, die hingerichtet wurden von den Nazis. Und wird dann noch darauf zu sprechen kommen, was das zum Beispiel eben mit dem Ende seiner Lyrik zu tun hat. Er hat ja irgendwann mal aufgehört als Dichter, als Poet. Er hat Erzählungen geschrieben, muss dann eigentlich zum Essayisten. Ich will nicht gleich doch auch zum Kulturpolitiker geworden. Aber mich hat bewegt, dass er diese blutigen Geschichten, die ich angedeutet habe, in einer Sprache schreibt, die eigentlich sich am schönsten orientiert, was deutsche Sprache geschaffen und zustande gebracht hat. Also Hölderlin war einer seiner großen Rilke und überhaupt war er ein Sprachschätzler. Und das ist ja zunächst erstmal ein Widerspruch, dass man grausame Geschichten schreibt und aber entdeckt, in welcher schönen Sprache. Das ist ja ein Widerspruch an sich. Das ist ja, das tut ja weh irgendwo. Und das ist aber Hermlin, weil er in dieser deutschen Sprache, die er liebte, er hat mal gesagt, meine Heimat ist nicht das Land, sondern deutsche Musik und deutsche Sprache, dass er in dieser Sprache solche Dinge schreibt, die was Archaisches haben, die etwas Antikes manchmal fast haben. Das hat mich fasziniert. Und dann kommt natürlich dieser Widerspruch, den ich mit meinem eigenen Leben, glaube ich, beglaubigen kann, dass man sich für etwas engagiert, dass man für eine Sache einsteht, dass man für eine Sache in die Öffentlichkeit geht, dass man einer Sache treu bleibt und dann aber plötzlich bemerkt, dass das vielleicht auch trotz allem einen soldatischen Aspekt hat, den man zumal, wenn man Dichter ist, nicht so ohne weiteres wegstecken kann. Dass man also, wie das so schön hieß, bei uns einer Sache dient und irgendwann aber ein Punkt kommt, wo man sich überlegt, ist das Dienen an dieser Sache und das Dienen für diese Sache irgendwo etwas, das dich vom eigenen Ich auch wegführt. Es gibt ja, wir reden heute immer über Identitäten und Ich. Das Ich ist ja ein großen Schwanger in allen Bereichen unseres Lebens. Ich.
Wenn sich dieses Ich sozusagen für eine Sache entscheidet, heißt das immer Verzicht von Ich, heißt immer Einordnung. Ne? Wie, er hat manchmal selber das Wort vom Soldaten gebraucht. Das heißt also sozusagen sich in etwas hineinbegeben, das immer etwas wegnimmt vom Ich. Und wo sind die Grenzen? Wo ist das Ich etwas, was ich aber bewahren muss, auch wenn die beste Sache es ist, die mich da zwängt und zwingt? Und diesen Konflikt hat Hermlin ja in einer Art und Weise ausgetragen, die hat ja etwas Einmaliges. Es gibt ja genug Kommunisten, und von denen ist auch im Buch die Rede, die haben im antifaschistischen Widerstandskampf natürlich auf Seiten der Sowjetunion gedacht und gelebt. Die haben ertragen, dass Kommunismus und Partei immer auch bedeutet Disziplin. Und die haben speziell dann nach dem Hitler-Stalin-Pakt gesagt, wir können das nicht mehr ertragen, wir können nicht mehr, dass Hitler, wir können nicht mehr einfach unser eigenes Leben dort in die Waagschale werfen, wo wir wissen, Stalin ist ein gleicher Barbar. Und Hermlin hat darauf geantwortet, ich habe mich für eine Barbarei entschieden, ja, aber es ist der Kampf gegen eine andere Barbarei. Eine andere Wahl gab es nicht. Andere haben andere Entscheidungen getroffen. Arthur Köstler oder Hans Sahl, der Dichter, das sind dann die sogenannten Renegaten, die also im antifaschistischen Widerstandskampf eben allein geblieben sind, die Kollektivität des antifaschistischen Widerstandskampfes im Exil, speziell auch in Frankreich, verlassen haben. Oder Manu Sperber, es gibt Jorge Sembrun, also es gibt ja genug Namen, die für die andere Form und für die andere Art mit geschichtlichen Zwängen klarzukommen stehen. Hermlin aber hat gesagt, ich habe mich einmal entschieden in meinem Leben und da bleibe ich. Und er hat mal dem westdeutschen Publizisten Fritz J. Radatz in einem Interview gesagt, schon seit 1953 ist diese Partei, in der ich bin, nicht mehr meine Partei. Aber wenn Sie das irgendwann mal öffentlich sagen würden, würde ich es leugnen und würde Sie der Lüge bezichtigen. Und das ist ja etwas, was man jetzt, wenn man das so hört und liest, das ist ja etwas, also mir geht es so, das einen ja irgendwie zerreißt. Auf der einen Seite ist es was Wunderbares, wenn sich ein Mensch einer Idee verpflichtet fühlt und dafür auch sehr viel opfert. Und auf der anderen Seite ist es etwas, das einen so in Zwänge bringt und so einen von sich selbst entfremdet, dass man fast von einem unlösbaren Widerspruch sprechen kann, zumindest was Hermlin betrifft. Und ich jetzt in meinem kleineren Leben, du hast auf die Reue, auf die Rezension die Reue hingewiesen. Das war ja sozusagen der Gipfelpunkt eben auch einer Entwicklung, wo man sich für eine propagandistische Front entschieden hatte, also ich. Und irgendwann aber merkte, oder irgendwann nicht mehr merkte, dass das letztlich etwas ist, was nur noch tönend ist, was sozusagen wie aus einem Schützengraben produziert wird, wo man nicht mehr nachdenkt, wo man das alte militärische Prinzip befolgt, erst schießen, dann denken. Und dann kam die für mich glückliche Wendung, und man denkt dann plötzlich frei von allen Zwängen, frei auch von bezwingenden und zwängenden Ideen über sich nach und fühlt, also ich von mir aus, eine Freiheit nach 1989 auch im Beruf, die ich ausgekostet habe, die ich auch genossen habe, für die ich dankbar bin. Und trotzdem stellt sich irgendwann immer wieder die Frage, ja, ist das nun aber vorbei mit Ideen? Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, in der nichts Großes mehr gilt, alles ist gebrochen, alles ist missbraucht, alles steht unter Verdacht, ob das Gott ist, ob das Parteien sind, ob das Utopien sind. Hinter jedes wird geleuchtet und alles wird enthüllt. Und jeden, der mit einem blanken Idealismus auftritt, dem wird sofort mit Erfahrung und geschichtlichen Beispielen sofort der Beweis erbracht, dass er entweder ein Spinner ist oder dass er ein Nostalgiker ist, oder dass er die Welt immer noch nicht begriffen hat. Da ist ja was Wahres dran. Und Hermlin zeigt für mich so, dass dieses nicht heil werden können im Menschen, wenn er zwischen Idee und Ich hin und her schwankt. Und so sehr man heutzutage befreit ist von Ideologien,
Irgendwo fehlt aber das Große. Irgendwo habe ich das Empfinden, fehlt etwas, für das man sich in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft gemeinsam einsetzen kann. Das ist in einer zersplitternden und sozusagen völlig sich auflösenden Gesellschaft eben das Schwierige. Und da kann man also Hermelin auf der einen Seite verurteilen und kann sagen, also so soll Kommunismus und Sozialismus nie wieder vonstatten gehen, dass Menschen gewissermaßen gezwungen sind, sich zu überfordern und gezwungen sind, einer Partei zu folgen. Und gleichzeitig der Trauer darüber, dass die Ideen eben auch weg sind. Hermelin hat es ja nun geschafft, durch nochmal einen großartigen dichterischen Höhepunkt, Abendlicht, sozusagen, obwohl er die Bitterkeit hatte, nicht mehr zu dichten, nicht mehr Poesie zu produzieren, sozusagen im Bewusstsein dessen, dass da ja auch was zu Ende geht, nochmal zu einer großen dichterischen Leistung fähig zu sein und das Festhalten am hohen Ton, am Kunstanspruch, am emphatischen Kunstanspruch, war einerseits natürlich ein Stück Freiheit, andererseits natürlich der Versuch, dem eigenen Entsetzen entgegenzuarbeiten. Andererseits hat er aber, weil die DDR sich ja auch veränderte, auch kulturpolitische Sachen angenommen. Also die berühmte Friedenstreffen der Dichter oder eben auch die Auseinandersetzung mit Biermann und Ähnliches. Also er hat ja dann schon manövriert, aber sicherlich war klar, nach Abendlich konnte eigentlich gar nichts mehr kommen. Also es war sozusagen auch von ihm selbst wie ein Abgesang inszeniert. Und insofern stand er natürlich mit diesem extremen Widerspruch auch in einer ganz günstigen biografisch-historischen Situation, wo er nochmal zu dieser Leistung fähig war. Also du hattest jetzt mehr eher aus den 50er Jahren, aus den Erfahrungen nach der Chruschtschow-Rede, nach den offenbaren Verbrechen, von denen er vielleicht gewusst oder nicht gewusst hat, aber jedenfalls sie nicht weiter ignorieren konnte, gesprochen. Aber es sind ja noch mehrere Jahrzehnte da, haben ja noch stattgefunden. Willst du mal auf diesen Punkt sozusagen des Endes der Dichtung eingehen, weil das ja doch für einen Schriftsteller doch ein bemerkenswerter Vorgang ist, dass man sozusagen sich selbst in seinem speziellen Metier, wofür er ja auch stand und internationale Anerkennung hatte. Er hat dann übersetzt, Neruda und Ähnliches. Neruda hat ihn auch übersetzt. Ja. Also da gab es sozusagen natürlich diese Freundschaft im Geiste. Magst du das nochmal? Ja. Weil was du sagst mit dem Ende, ich meine, der Titel Abendlicht sagt es ja schon. Er zitiert ja Robert Walser, der gesagt hat, man sei den Wegen am Abend an, dass es Heimwege waren. Und das Interessante ist ja, werden wir ja noch vielleicht drüber reden und ich weiß lesen, dass er ja einer von denen ist, die aus der bürgerlichen Klasse, wie Brecht, wie andere, ausgebrochen sind. Denen also eines Tages als junger Mensch das eigene bürgerliche Wohlsein und die Genüsse, die man dort hat, auch die literarischen, die standesgemäßen nicht mehr genügen, sondern man entdeckt als junger Mensch, da ist noch was anderes draußen in der Welt, dem wende ich mich zu. Und das ist etwas anderes als diese bürgerliche Sattheit, die sich andeutet. Aber in seinem späteren Leben, angefangen mit dem, den muss man sich ja vorstellen, diesen Satz auf dem Schriftstellerkongress der DDR, Ende der 70er Jahre, sozusagen dem versammelten Politgremium beim Schriftstellerkongress den Satz zu sagen, ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller. Also Genosse Hermelin steht am Rednerpult und sagt, ich bin ein spätbürgerlicher Schriftsteller. Das ist in gewisser Weise ja, nachdem er sich für ein Leben an der proletarischen Front, zumindest nach außen hin, entschieden hat, ist das ja eigentlich wieder ein Nachdenken über die Ursprünge. Und das Nachdenken darüber, dass alle Kunst, die auch im Sozialismus den Anspruch des Neuen, des neu geschaffenen und noch nie in der Geschichte dagewesenen hatte, dass das alles fußt auf Menschheitserfahrungen und auch großen künstlerischen Leistungen, die lange, lange vor uns lagen.
und es eben auch einen Widerspruch bildet, dass alle Gesellschaften vor der sozialistischen Ausbeutergesellschaften waren, menschenfeindliche Gesellschaften und doch Stätten und Geburtsorte großer, bleibender Kunst. Das ist ja auch etwas, was nicht so einfach sozusagen unter eine Summe zu bringen ist, sondern wir haben gesagt, mit uns die Vorgeschichte Marx Engels und wir, mit uns beginnt die Geschichte. Die eigentliche. Die eigentliche. Ja. Was ist aber mit dem, was man wirklich jetzt, da kann man 100 Künstlernamen nennen aller Zeiten, was ist mit denen? Haben die nicht, wenn man heute drauf blickt, viel Größeres und Bleibenderes über den Menschen ausgesagt, als es uns möglich war? Also Heiner Müller hat mal gesagt, Shakespeare schreibt unsere Stücke. Und das ist ja das, was mir auch, ich muss ehrlich gestehen, eben auch erst seit 1990 so richtig bewusst wurde. Und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Erkenntnis gewinnen durfte. Wir haben auch immer, ich habe nur Theaterwissenschaft studiert, wir haben Tschechow, wir haben auch Shakespeare und wir haben Strindberg und wie sie alle heißen, alle immer gesehen und interpretiert. Ibsen, das ist kritische bürgerliche Kunst, das ist etwas, was hinter uns liegt, das haben wir immer irgendwie historisierend betrachtet. Und jetzt stellt sich also plötzlich raus, und so deswegen gehe ich heute auch noch ins Theater, wie nah Tschechow uns ist. Wie sehr eben Shakespeare uns aussagt. Woher kommt das? Dass also ein Mörder wie Richard III. Oder der in Wahrheit keiner war, aber wie Richard III. Oder wie sie alle heißen, dass die uns heute noch bewegen, als würden wir Gegenwärtiges betrachten, wenn es richtig und gut inszeniert ist. Und das ist etwas, was Hermlin auch im Abendlicht nochmal aufgerufen hat, weil da kehrte er in gewisser Weise zu etwas zurück, was er so wirklich nie verlassen hat, nämlich dieses Bürgerliche, das in der Kunst abrufbar ist. Und deswegen war sein Ruf immer schon Anfang der 50er Jahre, wir müssen Köppen verlegen, wir müssen Böll verlegen, wir müssen also später dann auch Grass verlegen. Er hat dafür gesorgt, dass die ersten Grasswerke in der DDR erschienen. Und er hat sich also immer für Kafka, er hat sich immer dafür eingesetzt, diese Kultur in die DDR zu holen, mit dem Wissen darum, ja, worauf fußen wir denn? Und das ist sozusagen etwas, was mit diesen bürgerlichen Ursprüngen seines Lebens zu tun hat. Die Gedichte, mit Gedichten hat er angefangen, als junger Mann. Schon Hermlins frühe Gedichte sind wie Beglaubigungsschreiben für das Lebensrecht eines dunklen Gemüts. Mit Fragen, die der Antwort vielleicht gar nicht bedürfen. Er schreibt, Sonnen, wohin vergangen ist euer tönendes Rad? Als stünden die großen Lamentierungen von Paul Fleming und Andreas Gryphius Pate. Seine Poesie will schonungslos sein. Sie kann nicht anders. Es wälzt sich der Schmutz des Krieges, das Verderben buhlt unersättlich um Fleisch und noch mehr Fleisch. Der Tag versiegelt mit Tränen und Asche. Die Stadt, Menschenkampf zwischen Fassaden und inneren Trieben. Der Expressionismus schäumt auf. Gedichte wie ein unbewusster Vorgriff auf die heftigen Bilder vom Pergamonaltar, der Freskenfuror in Peter Weiß' Ästhetik des Widerstandes. Es ist eine Gewalt am Werke, die den jungen Dichter taumeln lässt, ihn mitreißt. Er lässt es geradezu gierig mit sich geschehen, lieber in Scherben baden, als im Schaum der falschen Weltbilder. Verse wie eine frostige Wanderung. Gerhard Wolf sieht neben Größe auch Anstrengungen und allzu gewollte Anwendung traditioneller Strophen. Ulla Hahn stellt in der Zeitschrift Die Horen fest, was immer Hermlin an schreckender Finsternis ins poetische Bild fasse, es entstehen Strophen für festliche Stunden. Er liebt das edle Wort, den gewählten Ausdruck, den getragenen Tonfall. Er liebt das Poetische schlechthin. Dasein ist Stil, Anleihen beim Malerischen und Deklamatorischen inklusive. Bleiben wird der Gegensatztrieb, im revolutionären Schwung die Einsamkeit, im rebellischen Aufschrei die Resignation,
im Lebensjubel der Sog des Finalen. Schon im Werk seiner Jugend ein Fazit. Ich bin die Müdigkeit, das dumpfe Grauen. Dieser Schriftsteller der DDR hat gegen Ende des Staates kaum noch Prosa geschrieben und sein bedeutendes, anfangs zwischen expressionistischem Pathos und melancholischem Fluss vibrierendes Gedichtwerk gehört da längst einer vollendeten Vergangenheit an. Er hat einmal gesagt, die Sprache ermüdet. Zweifel und Zauder, Verzweiflung und Verzicht. Er hat wenig geschrieben, auch über sich. Zitat Hermlin, ich bin nicht der Mann, der Monographien schreiben wollte oder schreiben könnte. Das ist gar nicht meine Art. Ich halte sehr viel davon, eine künstlerische Figur in ihrer Zeit zu situieren, präzis in einigen Zügen darzustellen, die mich frappiert haben. Das habe ich immer nur auf ganz wenigen Seiten getan. Ich beobachte gelegentlich mit Amüsement andere Menschen, die fähig sind, über irgendein Werk, das kann ja sehr bedeutend sein, 300 Seiten zu schreiben. Mir ist es überhaupt nicht gegeben. Bei mir kommen immer nur 6 bis 8 Seiten heraus. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe alles gesagt, was mir zu sagen möglich oder aufgetragen ist. 1958 schreibt Hermlin sein letztes Gedicht. Quellen sprudeln, Quellen versiegen. Er hatte wohl im übertragenen Sinne jene Selbstjustiz vollzogen, bei welcher der Dichter in ihm aus Einsicht in die Unlösbarkeit eines bitteren Konflikts gleichsam sterben musste. Dichtung und zugleich politische Disziplinierung, Imagination als wahrer Ausdruck seines Wesens, verträgt sich für Hermlin irgendwann nicht mehr mit dem, wozu er sich aus Gründen biografischer Fügung verpflichtet hatte, nämlich zu jener bewusst treuen Mitgliedschaft in der Partei der Kommunisten. Zur bewusst treuen, für ihn nicht kündbaren Verstrickung auch in die, wie er selbst sagt, Lügen des Pseudosozialismus. Er kann sich nicht davon überzeugen, nur ein Gastspiel bei der Arbeiterbewegung zu absolvieren. Das hat Folgen. Man verlässt einen Verband nicht, auch wenn er zum Elendsverband gerät. Der Druck zwischen Individualität und kollektiver Order lässt sich für diesen Dichter auf Dauer nicht mehr schöpferisch aufheben. So opfert er die Ästhetik eines lyrischen Werkes der Ästhetik einer stolz verzweifelten, verzweifelt stolzen Stirnbietung durch Schweigen. Er hat mal geschrieben, die Dichtung habe keine andere Wahl, als sich entweder für das zum Absterben verurteilte Partei zu nehmen, zu prostituieren oder auf der Seite des Fortschritts ihre eigentliche Domäne zu finden. Das hat er gesagt, aber der Dichter in ihm hat insofern gesiegt, als der Dichter in ihm einfach sagte, du, das geht nicht. Und die Dichtung ist auch nicht nur, Kunst ist nicht nur Waffe, sondern Kunst ist mehr. Und diese Stimme in ihm war am Ende so stark, dass er nicht anders geschrieben hat, sondern einfach geschwiegen hat. Eben weil diese andere Seite, diese proletarische Treue und diese soldatische Verbindung zur Arbeiterklasse in ihm stärker war. Er hat dann mal gesagt, was, ob ich nur 20 oder 30 Gedichte mehr schreibe. Was haben Leute vor mir und für mich geopfert? Was sollen da noch ein paar Verse mehr oder nicht? Ich bin so unwichtig. Das ist wirklich ein interessanter Widerspruch. Einer, der ja immer eine Erscheinung ist, sagt, ich bin so unwichtig. Das stimmt und stimmt nicht. Das ist bei ihm alles so verquickt und eigentlich unauflösbar. Und im Abendlicht hat er dieses Problem benannt. Er schreibt, also aufhört, Verse zu schreiben. Doch konnte ich, wenn ich das Vergangene überschlug, nicht davon absehen, dass das vergebliche Ringen um eine gar nicht wünschenswerte Übereinstimmung in einer falsch gestellten Frage mich 30 Jahre viel Kraft gekostet, vielleicht auch daran gehindert hatte, mehr und Besseres zu geben. Ich sah diese Möglichkeit, aber ohne einen Anflug von Selbstmitleid. Das Bittere so geräuschlos bilanziert und Hans Meyer schreibt, man kann es nicht leiser und nicht härter sagen.
Und das ist etwas, was eben ihn dazu geführt hat, eben nicht mehr Gedichte zu schreiben. Es ist schon, manche haben dann gesagt, er ist auch faul. Also seine Freunde von ihm. Und er ist dann jemand geworden, der sich also im kulturpolitischen Sinne eingemischt hat, der also auch Vermittler sein wollte. Die Biermann-Petition, der Text kam von ihm, die Initiative. Er ist mit Franz Fühmann in die tschechische Botschaft gegangen und hat protestiert, 68, gegen den Einmarsch in Prag. Er hat sich auch immer eingesetzt für Leute, die in den Westen wollten, ob sie nun Günter Kunert hießen oder Thomas Brasch. Er hat das alles nie vordergründig dissidentisch getan, sondern er hat es immer sehr leise getan, auch auf die Gefahr hin, dass man es außen gar nicht bemerkt. Das gehörte mit zu seinem, auch vielleicht noch zu seinem Stolz. Und er hat also auch Dissidenten, naja, interessant, Lutz Rathenow, ein Schriftsteller, der später ja jetzt die Stasi-Zentrale, nicht die Stasi-Zentrale, sondern die Behörde in Dresden, in Sachsen, zur Untersuchung der Stasi-Unterlagen leitete, dem hat er auch geholfen. Und er sagte, Hermlin war ein Mensch, der hat nie Dissidenten verteidigt oder ist auf Dissidenten zugegangen, sondern er ist immer auf junge Leute zugegangen, um zu verhindern, dass sie Dissidenten werden könnten. Also er war sozusagen immer im Vorfeld aktiv. Und er hat zum Beispiel ganz wesentlich neben Franz Fühmann, der den größten Anteil hat, einen Dichter wie Wolfgang Hilbig gefördert und hat also sehr dafür gesorgt, dass Hilbig in die Bundesrepublik ausreisen konnte für ein Stipendium, um dort zu schreiben. Das sind alles Sachen, die man, ja, die waren einigen auch, die waren noch gar nicht so bekannt, aber er hat es immer ganz leise getan. Du hast ja sehr viel recherchiert, man merkt es dem Buch an. Eine ganz naive Frage, er hat ein kleines Werk, du schreibst doch warum. Wovon hat der Mann eigentlich gelebt die ganzen Jahre? Das ist eine gute Frage. Gab es da auch andere Institutionen dahinter oder gab es eine Absicherung über den Anteil am Widerstand oder am Verfolgtsein? Und wie konnte er sozusagen diese auch im Hintergrund, in den Kulissen wahrgenommene Vermittlungsarbeit realisieren? Also er hat nicht, Entschuldigung. Ja, und weiß ich, er hat zwar ein stattliches Auftreten gehabt, aber er hat so wirklich nicht wie andere so große Hofhaltung betrieben oder sowas. Oder hatte er auch sowas wie einen Salon oder muss man sich seine Wohnung, seinen Bekanntenkreis als eine Art von, er wohnt ja nicht weit weg hier, als eine Art von Kommunikationsebene, also als Salon vorstellen. Das braucht ja aber auch eine Basis irgendwie. Hast du da irgendwas, dir eine Vorstellung machen können? Also sein Haus übrigens stand immer offen. Also immer offen, merkwürdigerweise. Aber was heißt merkwürdigerweise? Es war ihm einfach so. Also wer zu Hermlin wollte, klopfte an und ging rein. Und immer wenn es klingelte, wusste er, es ist ein Fremder, die also mit dieser Gepflogenheit nicht vertraut waren. Das Haus ist ihm 45, also nach dem Krieg, zugewiesen worden, wie anderen Antifaschisten auch ihre Häuser. Und er hat trotz äußerer wohliger Erscheinung eigentlich nie luxuriös gelebt. Das ist, wenn es gesagt wird, wirklich ein Gerücht und das stimmt nicht. Das Haus war auch lange in einem nicht großartigen Zustand. Das Einzige, was, und er hatte auch in der DDR in den 50er, 60er Jahren Schwierigkeiten zu veröffentlichen. Es gibt eine ganze Zeit, wo er also keine Veröffentlichung hatte. Und der ihm dann geholfen hat, war zum Beispiel auch durch die Übernahme später aller Rechte an seinen Büchern, war Klaus Wagenbach in West-Berlin. Das war eigentlich sein großer Mäzen. Und der hat ihm auch Gelegenheit gegeben, zum Beispiel das Abendlicht hat er zum Teil in Tessin geschrieben, also er konnte da im Häuschen von Wagenbach schreiben. Das Einzige, was ihm immer als Luxus wert war, war offensichtlich ein Auto. Also Autos muss er so geliebt haben, dass es selbst zu der Episode gekommen ist, dass er sich sehr um Franz Fühmann sorgte
und auch merkte, wie dieser Mensch sich immer, dieser wunderbare Mensch sich immer mehr zurückzog in Märkisch Buchholz, wo er in einer Hütte lebte quasi. Und Hermelin sagte, ich muss ihn besuchen, ich muss da rausfahren. Und er die Wegbeschreibung erhielt und die Lektorin von Fühmann hat ihm auch diesen Weg beschrieben und hat dann aber gesagt, also die letzten 400 Meter geht es durch den Wald, also das ist keine Straße, das ist nicht mal ein Weg. Das ist etwas, wo man sehr vorsichtig umgehen muss, wenn man mit einem Fahrzeug kommt. Da hat Hermelin gesagt, na dann fahre ich da nicht hin. Das ist mir dann doch zu gekommen. Also, gut, das war sozusagen sein Privileg, was er auch immer hatte, das Auto, der rote Sportwagen. Aber ansonsten, wie gesagt, war da nicht viel. Er hat ja auch seine Sekretärsposten sehr früh verloren Dichtsektion Sprache und Dichtkunst. Das ist ja, glaube ich, bekannt, dass er diesen Lyrikabend organisiert hatte, Anfang der 60er Jahre, wo er junge Leute bat, ihre Gedichte zu schicken. Und natürlich dachte man, naja, da werden sich ein paar Leute melden. Und es gab eine Schwemme. Und dieser Lyrikabend in der Akademie der Künste wurde gewissermaßen zum Fanal für die DDR als Poetensprechstunde. Das heißt, danach war die Lyrik in den Kulturhäusern und es, im Kleinen entwickelte sich so etwas wie in der Sowjetunion, wo es ja mit Jewtuschenko als Synonym ja Lyrik in den Stadien gab und in den großen Sportpalästen. Das war ja eine wunderbare Zeit für Poesie. Und das gab es im Kleinen nach diesem Lyrikabend in der Akademie, wo also Biermann seinen ersten Auftritt hatte, wo Volker Braun Gedichte hingeschickt hatte, die dort verlesen wurden. Der sollte nach diesem Abend dann exmatrikuliert werden wegen dieser Gedichte. In Leipzig studierte er. Und nach diesem Abend, der in einem Eklat endete, weil man sich unterhielt über Gedichte überhaupt auch in der DDR-Presse. Also hier so ein Abend, das ist wunderbar. Warum findet man eigentlich keine Gedichte in der DDR-Presse? Zum Beispiel in Neuen Deutschland. Und da waren Wieland Herzfelde und John Hartfield, traten dort auf. Und da meldete sich der ND-Kulturredakteur Köhler und bezichtigte Hermelin der Organisation eines parteifeindlichen Auftritts und das sei also eine Schande, wie hier mit dem Zentralorgan umgegangen würde. Und dann nun, das war natürlich der Auftakt für eine heftige, offene Diskussion bis weit nach Mitternacht. Und Hermelin sagte dann noch, ja, vielleicht gibt es auch hier im Saal Leute, die auch noch Gedichte mithaben. Und da melden sich Rainer Kirsch und Sarah Kirsch und Bekka Dragelehn. Und Bekka Dragelehn schilderte eine wunderbare Geschichte, die so ein bisschen erinnert an Loriots Nudel im Gesicht. Hermelin stand auf und wehrte sich gegen diesen Köhler, gegen diesen ND-Redakteur, sehr vehement und auch in einer sehr gesetzten, aber scharfen, kleinen Ansprache. Und während er so aufstand, hatte sich seine Hose in den Strümpfen verklemmt, sodass das automatisch eine sehr, sehr komische Note ergab. Und Dragelehn sagte, wir haben gelacht, und weil diese Wutrede so kontrastierte zu diesem Bild mit den Strümpfen, na wie die Loriot-Nudel eben. Und nach dieser Sitzung wurde natürlich dann auch auf offiziellen Podien, also auch auf dem Parteitag, gegen Hermelin polemisiert und er wurde seines Postens enthoben. Er war, wie gesagt, Sekretär der Sektion für Sprache und Dichtung. Und es ist interessant, was er sagt als Verteidigung, denn das war ja in der DDR immer so üblich, dass man der Kritik durch die Partei, durch parallel laufende Selbstkritik gewissermaßen sozusagen noch den Segen gab. Und Hermelin erklärte, vor etwa 2 Jahren wählte mich meine Sektion in der Deutschen Akademie der Künste zu ihrem Sekretär. Jetzt berief mich die Parteigruppe der Akademie und anschließend die Sektion von dieser Arbeit ab. Diese Entscheidung war richtig.
und ich stimmte ihr mit allen anderen zu. Ich war nicht der richtige Mann am richtigen Platz. Das hängt wohl damit zusammen, dass ich Dichtung und Kunst, die mein Leben fast ausfüllen, oft unabhängig von Zeit und Ort betrachte, da und wo sie sich äußern. Ich erkenne das als einen Fehler. Aber ich weiß auch, dass ich vor der Wiederholung dieses Fehlers nicht gefeit bin. Also mit diesem letzten Satz kehrt das eigentlich dieses vor der Parteiführung Niederknien sozusagen, kehrt er eigentlich um und sagt, also es ist richtig, dass ihr mich absetzt, aber weil ich das wieder so tun werde. Und der ist er geblieben, bis zum Schluss. Dieser Widerspruch zwischen dem Klassizismus, dem hohen Ton, der Universalität, der Überzeitlichkeit und dem sich einmischen, dem auf Veränderungen drängen, dem auch was anderes wollen, als es in diesem Lande bis dahin möglich war, dem an der Perspektive arbeiten, das ja nicht nur in der Verwirklichung der menschheitlichen Träume sein könnte, weil die mögen zwar das Problem markieren, aber wie es dann umgesetzt wird, muss ja täglich neu bestimmt werden. Also auch die heutigen Rufe nach der fehlenden Utopie lösen da nicht das Problem, konkrete Utopien zu entwickeln und sie auch zu leben, sie auch auf Veränderung zu wollen, statt zu sagen, wir wollen eine Utopie, damit alles so bleibt, wie es ist, damit wir dann uns gemütlich da zurück. Also dieser Widerspruch, den hat er sozusagen für sich auf eine sehr und dir sehr prägnant beschriebene Weise gelöst. Aber hat er auch Leute damit vom Kopf gestoßen, die eigentlich dann mehr Einsatz, mehr Aktivismus, vielleicht auch mehr Eingreifende, also ich meine, es gibt ja eine ganz andere Linie natürlich, also jetzt nicht die alte Brecht-Lukacs-Debatte oder so, also es gibt natürlich auch im sozialistischen Spektrum verschiedene Herangehensweisen und es gab natürlich auch mal die Linke, Meyerhold und so weiter der Freund von Brecht, ich will ein Kind haben, der dann umgebracht wurde und so. Also es gab ja auch mal die andere Linie. In seinem Kulturpolitischen hat er ja darauf Bezug genommen. Aber du sagst, er hat die auch gefördert. Er hat darum gewusst, dass es auch diese andere Art von Ästhetik geben kann. Oder war er da auch zurückhaltend? Wie hat sich so eine Unterweisung oder eine Ratschlag oder eine Unterstützung für jüngere Leute, außer dass er ihm Podium geboten hat, wo er sofort fehlgetreten ist. Wie hat sich das geben können? Ich meine, auch Hilbig ist natürlich eine ganz andere Ästhetik, als wie sie jetzt Hermelin präsentiert. Also Hilbig, immer dann tolerant sozusagen. Ja, Hilbig zum Beispiel hat er bezeichnet als einen der größten Dichter, die es in Deutschland gibt. Ja. Und er hat gesagt, die es in Deutschland gibt. Also er hat nicht geschrieben, die es in der DDR gibt. Er hat das natürlich immer nur in Anführung. Ich sage deswegen nur in Anführung, weil ich mir manchmal sage, alle die, da finde ich der falsche Partner für sehr kritische Einwände, weil alle die immer sagen, naja, aber wie hat er es denn gemacht? Er hat es ja auch nur gemacht über Petitionen, über Gespräche, vielleicht ein, zwei, drei Gespräche bei Erich Honecker, über Gang zur Botschaft, über eine Erklärung wie bei Biermann. Gab es da kein anderes Eingreifen? Da sage ich mir manchmal, wenn ich nur ein Quäntchen dieses Mutes gehabt hätte, mal zu einer Sache Nein zu sagen oder zu Sachen, zumindest in Parteigremien auch offen zu reden. Er war natürlich auch ein sehr, sehr entschiedener. Also er hat sich zum Beispiel gegen Leute wie Otto Gotsche oder auch Corella oder andere immer sehr entschieden ausgesprochen. Und er hat mal zu Gotsche gesagt, in so einer Diskussion über Schriftsteller, die abhauen, die also in den Westen gehen. Naja, manche müssten ja wirklich, also du bist ja auch bald mal in der Gefahr, dass du untreu wirst und du hast ja auch Gedanken, die also nicht so parteitreu sind. Und wir werden möglicherweise auch einige Genossen an die Wand stellen müssen, wurde nach 68 gesagt, nicht am Einmarsch in die CSSR.
einige an die Wand stellen müssen, die sozusagen in unserer Partei nichts mehr zu suchen haben. Das sagte auch der Schriftsteller Walter Gorisch. Und da sagte Hamlin, also ich werde immer zu denen zählen, die sich, wenn es soweit kommt, gegen euch stellen werden. Und da werde ich einer der Ersten sein, die ihr offenbar von vorne erschießen müsst. Denn ihr erschießt ja die Leute immer von hinten. Das ist auch überliefert. Also solche Sätze von ihm. Aber natürlich war er andererseits jemand, war er ein Typ, der sozusagen auch aufgrund seines ganzen bürgerlichen Wesens eben jemand war, der versucht hat, auf seine leise Art etwas zu tun. Es gibt nun mal verschiedene Menschen und verschiedene Charaktere. Andere waren anders. Er war so. Und er war auch einer derjenigen, der sozusagen an dieser ganzen Geschichte, naja, du hast vorhin selber gesagt, mit dem Abendlicht kam er an so einen Endpunkt, auch wiederum des Bürgerlichen, der natürlich auch gelitten hat. Er ist gestorben, ist er mit dem Satz, wie sein Sohn sagt, woher nur dieser Hass? Also er hat nie verstanden und hat darunter gelitten, dass das, was antifaschistischer Widerstandskampf war, in welchen Facetten noch immer, so schwer zu vermitteln ist anderen Generationen. Dass es so schwer zu vermitteln ist, diesen Kampf reinzuhalten, sondern dass er natürlich auch, das erleben wir ja immer wieder, dass er auch immer wieder instrumentalisiert wird, dass er in ideologische Kämpfe hineingerät, dass jedes Heldentum immer natürlich auch seine schwarze Seite hat, dass das alles sozusagen nicht in eine reine Erzählung mündet, die er sich gewünscht hätte. Und ich muss noch mal was dazu sagen, als er als junger Mensch in die Kommunistische Partei eintritt, in den Jugendverband, ich habe mich darüber auch mit Wolfgang Langhoff unterhalten und mit ihm, mit Herrn Hermlin auch über Wolfgang Langhoff, der in einer ähnlichen Position war. Junge Bürger sind mit ihrer eigenen bürgerlichen Welt unzufrieden, sagen, also Selbstveränderung schön und gut, aber die Welt verändern. Und es gibt eine Kraft, die offensichtlich das kann, das Proletariat, die Arbeiterbewegung. Das ist doch was Lohnendes, währenddessen wir mit unseren kleinen bürgerlichen Kreisen, mit unserem bisschen Seelenpflasterei doch der Geschichte hinterherhinken. Und das passiert im Vorfeld des Faschismus. Klar, die Kommunisten wissen, wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Aber für die Bürgerlichen, wie zum Beispiel einen Wolfgang Langhoff, der in Wiesbaden ein großer Star war als Schauspieler, aber nach den Vorstellungen und nach den Proben auf die Agitprop-Lastkraftwagen der Proletarier stieg und mit denen Lieder sang und auch sie anleitete. Also er war abends der bürgerliche Star des Theaters mit Mops und Tennisspielen am Sonntag. Und dort krempelte er die Ärmel hoch und war mit den Proletariern zusammen und fand das anarchisch toll. Das waren junge Leute, die hatten plötzlich so eine alternative Idee in ihrem Leben. Und Wolfgang Langhoff verschenkte seine Anzüge an Arbeiter, weil er das einfach fantastisch fand. Das war faszinierend, diese andere Welt. Ohne daran zu denken, dass das Bekenntnis morgen dazu führen könnte, dass man im KZ landet. Er ist also noch zur Polizei geladen worden, wegen eines solchen Auftrittes, und drängte auf der Polizeiwache, das war kurz nach 33, immer auf die Uhr und sagte, ja, ist gut, aber beeilen Sie sich bitte, meine Herren, ich muss 19:30 zur Vorstellung. Bis er den ersten Schlag im Gesicht hatte und weitergeleitet wurde ins KZ. So. Und das war etwas, was diese Leute ja nicht vorausahnen konnten. Wie gesagt, die Kommunisten haben es vorausgeahnt, aber diese bürgerlichen Leute fanden, oder einige, ja nicht alle, die fanden das Proletarische einfach hochinteressant und wussten nicht, dass sie an ihrem Verhängnis arbeiten, mit dieser Entscheidung bei den Kommunisten zu sein, weil sie eben einfach nicht wussten, was passiert morgen. Und ein bisschen kann man das nachempfinden, habe ich das Gefühl, dass wir auch in so einer Zeit leben, wo es vielleicht auch Menschen gibt, die sagen, ah Mensch, wie sich das hier entwickelt. Also manche haben bestimmt einen Koffer zu Hause stehen und sagen sich, Mensch, ob man hier abhaut, ob man aus Deutschland rausgeht, wer weiß, wie sie, ach, das ist nicht so, das wird sich alles, unsere Demokratie, die klärt das, die hält das aus, die bewältigt das, ja, weiß man's. Also solche Gespräche gibt es. Und es kann sein, dass solche Gespräche sogar noch heftiger werden.
Und das ist so ein Quäntchen nur, glaube ich, so ein Hauch Empfindung, die man vielleicht zurückprojizieren kann auf die Zeit, wie es damals war. Wir sind ja leicht immer mit dem Satz, Mensch, wie konnten die denn nur? Haben die nicht gesehen, wo sich das hin entwickelt? Also, verstehe ich nicht. Noch eine Frage zu Hermelin selbst, wie er das Ende der DDR und sozusagen dann die Zeit der Angriffe, auf die sich wahrscheinlich der Satz mit dem Hass auch bezieht, er, der immer als spätbürgerlicher, als deutscher Dichter, der immer nie sozusagen als der im verengten Sinne DDR-kulturelle Dichter auftrat, muss natürlich unendlich enttäuscht gewesen sein, dass diese Rolle, die er hätte übernehmen können, dass die nicht akzeptiert wurde, dass die ihm nicht zugestanden wurde. Und magst du dazu mal was sagen? Also, ja, das ist auch merkwürdig. War er dann nur mit der Verteidigung seines eigenen Ansehens beschäftigt oder hat er sich auch zu den deutschlandpolitischen Dingen, die da mit der Vereinigung natürlich, die eine Vereinnahmung war, eine Übernahme war, dann sich auseinandergesetzt? Oder? Er ist ja in die Linke, in der PDS damals noch, ist er in der PDS geblieben. Aber das klingt jetzt vielleicht auch wieder seltsam, aber das Ende der DDR war nicht so, dass er in tiefe Verzweiflung geriet, sondern er hat das eingeordnet. Natürlich war das traurig, natürlich war das bitter. Und natürlich war das ja verbunden mit einem Lebenswerk. Aber er hat das eingeordnet, und das ist vielleicht der große Atem eines Dichters. Er hat das eingeordnet, nicht nur in das 20. Jahrhundert, er hat es überhaupt in die Menschheitsgeschichte eingeordnet. Man muss das mal jetzt so pathetisch groß sagen. Er sagt, es liegt in der Natur von Bewegungen, dass sie kommen, dass sie vergehen, dass sie sich neu bilden und dass sie aus Gründen, die vorliegen, zu Ende gehen und dass sich anderes entwickeln wird. Und er sagt ja hier vorne mal, irgendwann hat er gesagt, ich gehöre einer Biografie an, einer Generation an, deren Hoffnungen grundlegend gescheitert sind. Aber das heißt nicht, dass die Hoffnungen erledigt sind. Und ein Satz hier vorne, den habe ich dem Buch vorangestellt, der lautet: Ich war nicht besser und nicht schlechter als die Bewegung, der ich angehörte. Ich teilte ihre Reife und Unreife, ihre Größe und ihr Elend. Was mich noch einsam machte, würde spätere zusammenschließen. Also das ist so diese Hoffnung. Und da war die DDR ja ein wichtiges Kapitel auch seines Lebens. Aber es ist nicht so, dass er daran verzweifelt ist. Das wäre falsch. Was ihn eben, wie gesagt, nach wie vor beschäftigte bis zum Schluss, war dieser Hass. Und ansonsten sagte er, ich begegne in allem, was mir jetzt auch nach dem Ende der DDR an Menschen begegnet, die gestern so gedacht haben, jetzt so, die sich anpassen oder nicht anpassen, begegne ich das, was ich all meine Lebensjahre etwa bei Stendhal oder bei Balzac gelesen habe, wo wir wieder bei der Frage sind, der Kunst, die uns vorausgegangen ist, die also in allen Facetten eigentlich genau das schildert, was den Menschen auch in Umbruchzeiten dieser Zeit ausmacht. Und das wusste er, und das hat ihm eine gewisse Gelassenheit gegeben. Und das ist ja, auch wenn man, wie gesagt, wir haben vorhin geredet über Tschechow oder Shakespeare, das kann einen traurig machen, wie wenig, die Zeiten haben sich gewandelt, aber wie wenig hat sich geändert. Es kann einen aber auch wirklich gelassen machen, dass mit der Natur des Menschen eben einfach umzugehen ist. Ohne dass das jetzt zum Zynismus ausartet oder zur Gleichgültigkeit, aber es ist eben schwierig mit dem neuen Menschen. Und an den neuen Menschen hat Hermelin in dem Sinne also wirklich insofern nicht geglaubt, als auch seine Erzählungen, die von Heldenmut erzählen, immer in ihrem Kern, das habe ich damals auch so nicht gelesen, die Trauer darüber ausdrücken, dass sich der Mensch überfordern muss, wenn er die Welt bessern will. Also diese ganzen antifaschistischen Widerstandskämpfer, das ist Überforderung des Menschen durch diesen elenden Faschismus.
Aber auch im Aufbau einer neuen Gesellschaft darf der Mensch nicht dazu gebracht werden, das ist sozusagen sein Ideal, überfordert zu werden. Er hat sein gewöhnliches Leben zu leben, ohne dass man ihm das vorwirft. Und alles, was Heldentum erfordert, recht schlimm das Land, das Helden nötig hat, und alles, was den Menschen überfordert, entfernt ihn von sich. Und das ist etwas, was in diesem Werk als Trauer auch in allem liegt, was er über die kommunistische Bewegung schreibt. Und vielleicht zum Schluss, wir haben ja schon, weil du vorhin gefragt hast, wie das bei ihm zum Schluss ist mit der Gelassenheit oder der Trauer. Er hat dann noch eine Geschichte geschrieben, die ist nur 2 Seiten lang. Das ist eigentlich seine letzte. 2 Worte sind es, deren kostbares Altertum Hermelin in seiner letzten Erzählung besonders betont. Hold und seelenvoll. Wieder und inständig ein sanfter Aufruf des Schönen in der Sprache der Deutschen. Heinrich Heine schreibt im Pariser Exil seinem schönen Vaterland wie etwas Verlorenem nach. Hermelin sieht es leuchtend vor sich. Er beschreibt in dieser letzten Erzählung eine Linde. Und sie lässt an jene Metapher denken, die der Dichter für guten Geist benutzte. Er spricht, Zitat, vom Baum deutscher Literatur, grünend und seit jeher daran gewöhnt, über mehr als einem Staat zu rauschen. Das ist ein Satz von 1964. Diese letzte Erzählung Hermelins von 1994, nicht einmal 2 Buchseiten lang, heißt Der Baum. Es ist die Moosbacher Linde in Thüringen in der Nähe der Wartburg. Ein Ort des Träumens vor der Wand eines Gewitters. Blick in eine Landschaft, als säße da noch immer Tannhäuser, lauschend dem Hirten, der die Flöte bläst, ehe er zurückkehrt in die Hofgesellschaft der Wartburg. Jetzt am Ende seines Lebens erscheint Thüringen, erscheint Deutschland Hermelin wie ein von Aktualität befreiter Traum. Du begegnest einer Landschaft, in der die innere Stimme des Menschen zur Ruhe kommt. Ein Frieden geschieht, der mit sicheren Händen die Abende in den Morgen hinüberführt. Ein Land ohne dämonische Spannung, wo die Fantasie leichter als anderswo Wurzeln und Böden herbeiträumt, aus denen eine andere Welt wachsen könnte. Wo es viele Wege gibt, die nur ein Ziel haben, aus den Zentren herauszuführen. Hier, in dieser Landschaft, weiß jeder viel von den Wohltaten der Mäßigung. Ein jeder weiß, dass der Baum seine Zeit braucht zum Wachsen. Und der Mensch, der dieses Wachstum täglich vor Augen hat, ist in vielen Dingen ein anderer als jener eifrige, ehrgeizige, der das Machbare selbst noch auf kosmische Fernen überträgt. Diese Linde. Hermelin schreibt, vergiss den aufrechten Gang, lehn den Rücken an den Stamm. Also wenn man sowas schreibt am Ende eines Lebens, das vorwiegend aus Kampf bestand, dann kann man schon sagen, hier hat jemand was durchgehalten. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Und jetzt sind Sie gefragt oder gebeten oder haben die Möglichkeit zu fragen, zu reagieren. Ich habe keine Frage, ich habe schon. Ja. Ich sage es ein bisschen pathetisch. Ihr Buch war für mich ein richtiges Leseereignis. Ich war total fasziniert von der Darstellung des gesellschaftlichen, kulturellen und wie Sie den Hermelin, ich mochte ihn immer, aber mir so nahe gebracht haben. Also jetzt mag ich ihn noch immer mehr. Und ich habe sofort auch abendlich gelesen, Leutnant Jörg von Wartenburg. Also die haben mich so angeregt damit. Es ist ein wunderbares Buch für mich und ich danke Ihnen sehr dafür. Danke. Dame, wie lange haben Sie an dem Buch gelesen? Ach, das habe ich vergessen zu sagen. Eins ist natürlich schwierig bei Ihnen. Ich habe manche Sätze 3 oder 4 Mal gelesen, ohne
unbedingt alle verstanden zu haben. Es hat länger gedauert. Es nimmt Zeit und Raum und ganz viel von an. Ja. Nein, man liest es nicht einfach so weg. Ja. Nein, man muss schon ein bisschen nachdenken und mitdenken. Und das ist ja auch, das macht er ja gerne, Sätze zu formulieren, wo man doch ein bisschen... Mit ganz viel Inhalt. Ja. Ich danke Ihnen sehr, meine Frau drückt das etwas anders aus. Na gut, das darfst du sicher auch. Michael. Ich war wirklich begeistert von dem Buch. Ich kenne Sie als Autor und als ein Wortdrechsler und auch ein Wortspieler. Das haben Sie hier nicht in extenso getrieben, fand ich, sondern sehr empfindsam, wirklich diesem etwas seltsamen Titel Entlang des Dichters. Dem entspricht Ihr Buch, finde ich. Also Sie gehen neben ihm her oder neben seinem Leben mit Verständnis und klugem Kommentar. Ich fand es wirklich großartig. Eine Bemerkung zu dem, vorhin einerseits das alles zerbröseln, dass es keine Utopien, keine Gedanken, auch kein Bemühen mehr darum gibt oder kein Sichtbares. Und der Bewertung zum Beispiel von dieser Äußerung von Ihnen selbst, wie klein er noch sei gegenüber denen, die zum Beispiel ihr Leben gegeben haben oder sich haben verwunden, sich quälen lassen und so weiter. Das ist wieder so eine Situation, die oft im Leben auftritt, auch in der übrigen Geschichte, gerade in der Geschichte der Linken. Du kommst immer zu dem Urteil in enger Abhängigkeit davon, wo du stehst. Wenn du diese Äußerung, wenn du ihm wohlgesonnen bist, dem Hermin, der Figur ist, dann findest du diese Äußerung mit diesem, wie klein bin ich doch, großartig oder würdevoll und klug und angemessen. Wenn du ihn hast, wie es Leute gab, dann hältst du es für ein eitles Getue und es ist dennoch dieselbe Äußerung. Aber so ist es eben halt immer in der Literatur und wie auch in der großen Politik. Selbst die Geschichtsschreibung, also wo es um Fakten geht, hängt im Grunde genommen heute immer noch ab, wo du selbst stehst. Wie bewertest du den Fakt? Ob das jetzt der Krieg oder die vielen Kriege ist, es ist eigentlich abenteuerlich zum Verzweifeln. Aber ein ganz großes Buch, wirklich. Bei einer Ehescheidung würde man sagen, was Sie jetzt als das Unlösbare, ne, dass man, das immer abhängt, wo man steht. Bei einer Ehescheidung würde man sagen, er sagt, ich habe sie immer auf Händen getragen. Und sie sagt, ja, du hast mich nie auf eigenen Füßen stehen lassen. Das ist sozusagen das Gleiche von anderen Standpunkten aus. Aber ich will noch mal sagen, das ist interessant, oder das, was bei Hermin ja eben für mich so faszinierend war und natürlich auch als Prüfung des eigenen Standortes, dass es einem möglicherweise eben manchmal egal sein muss, wo man steht. Das ist ja immer das Schwierige. Also sozusagen dieser Hans Sahl, der auch ein Dichter war, der sich also von Brecht getrennt hat, der also sich von den Kommunisten in Paris im Exil getrennt hat, der hat gesagt, mir ist es egal, was mit mir passiert, aber ich kann das nicht mehr mitmachen, dass ich ahne, dass auf dem Kreml möglicherweise die Hitlerfahne weht, nach diesem Hitler-Stalin-Pakt, etwas grob gesagt. Und der sagt, mir ist es jetzt völlig egal, wen ich einen Stich lasse, und mir ist auch völlig egal, was mit mir geschieht, ich kann nicht anders. Und das ist natürlich eine Haltung, wo eben Hermlin nie gesagt, sondern Hermlin hätte gesagt, ich habe mich einmal dafür entschieden und hier bleibe ich. Mich erinnert das, was Sie eben gesagt haben, also mal so eine Diskussion mit Konrad Wolf und seinem Drehbuchautor Angel Wagenstein in der Akademie der Künste. Und sie Wolfgang Kohlhaas erzählte von einem Kommunisten, der also im Lager war, in Gulag, und rausgekommen ist und ist doch großartiger Kommunist geblieben. Und da sagte Konrad Wolf, ja, das ist wirklich ein großartiger Kommunist. Und Angel Wagenstein sagte, lieber Friedrichowitsch, das war ein Dummkopf. Also das ist sozusagen immer diese, wo man steht und wie man die Sache von welchem Standpunkt aus bewertet. Und da gibt es manchmal in der Bewertung eben auch kein Ja, so ist es oder so ist es.
Aber ich gebe Ihnen recht, das ist immer, hängt immer vom Standpunkt ab. Ich habe noch eine Frage, weil dieses Umschreiben dieser besonderen Charakteristik von Hermelin, das jetzt mehrfach auch schon geschildert wurde, prägt seinen Charakter. Es kommen aber bei dir immer wieder auf Passagen vor, dass er sein Inneres eigentlich abschließt, dass er es nicht ranlässt. Dass man natürlich über die auch künstlerisch formulierte Resignation der Trauer sieht, dass er das sieht. Mich würde mal interessieren, ob du auf diesen inneren Punkt gekommen bist. Also ob sozusagen ein Erlebnis, eine Eigenart gibt. Du hast es ja mit dem Soldatischen, mit dem Entscheiden wollen und müssen und bei der Entscheidung bleiben und gleichzeitig den großen Kunstanspruch zu behaupten und zu bewahren, sehr gut umschrieben. Aber gibt es einen Punkt, wo sozusagen er eben, wo du ihm nachvollziehen kannst, woher es kommt, dass er diese enorme Überforderung, die er selber ja auch geleistet hat, auf sich nimmt? Also gibt es da irgendeine Entdeckung deinerseits oder lässt sich das eigentlich nur auch wieder schriftstellerisch lösen, wie du es ja mit dem Buch auch gemacht hast? Ja, ich glaube, also mir ist kein Ereignis bekannt, wo er also sagte, jetzt muss ich also so sein, wie du es eben beschreibst, also was Einschneidendes. Das Einschneidende war, dass er als junger Mensch diesen Zettel unterschrieben hat, als Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes, kurze Zeit später dann im Faschismus fliehen musste. Also er war Jude, Kommunist und musste gehen. Und das war sozusagen die Grundentscheidung einfach, die ist jetzt nicht durch ein einzelnes Erlebnis festlegbar. Ich bleibe dabei. Ich habe mich einmal entschieden. Ich bin so ein Mensch, der entscheidet sich und Schluss. Und manches ist ja auch vielleicht Zufall. Ich schreibe ein Buch und da gibt es auch Gespräche. Das hat er selbst auch mal angedeutet. Er hätte auch einer werden können wie Ernst Jünger. Also er hätte auch jemand werden können, der nicht in die kommunistische Bewegung geht, sondern eben ins Kloster, aber in irgendetwas anderes Hermetisches. Also es ist so, er war nicht der Freigeist, der sich ausleben wollte, sondern er war von seiner inneren Natur jemand, der durchaus bereit war. Solche Menschen gibt es ja. Die wollen in einer kanonischen Art ihren Dienst tun. Also die wollen in wirklich Pflicht tun. Und bei ihm war es eben so, wenn schon so, dann wirklich in der edelsten Sache, die man sich vorstellen kann. Und zwar eben in der Arbeiterbewegung. Und nicht in irgendwelchen Dichterkreisen wie bei Jünger. Wobei bei Jünger eben auch so, dass der auch sich mal sogar zur russischen Armee melden wollte. Einfach um an der Front zu kämpfen. Für die Bolschewiki übrigens. Das hat sich dann sehr schnell erledigt. Aber so, es gibt so bestimmte, ich weiß gar nicht, ob das Wort ihn treffen würde, also bestimmte asketische Typen, die brauchen diesen Diener, dieses Dienen. Und er war jemand, der sozusagen dienen wollte, aber wenn, dann eben in der Sache der Arbeiter. Und wenn er sich schon in dieses Gefängnis begeben sollte, dann wollte er wenigstens auch gleichzeitig Wärter dieses Gefängnisses sein. Das heißt also, das ist ja immer das hochinteressante Thema, wie ein Intellektueller in proletarischen Diensten sich verhält. Das ist ja ein hochinteressantes Thema. Das betrifft ja nicht nur ihn. Das betrifft ja viele andere auch. Jemand wie Brecht hat auch gedient, aber wusste natürlich immer, wo er die Grenzen zieht und wo er die Freiheit behält. Und Hermelin hat das eben verschlossen, hat gesagt, ich habe mich einmal dafür entschieden, Punkt. Und da haben natürlich manche auch gesagt, du warst eine Meise. Also wie kannst du so starr sein? Und das ist auch, ich glaube, zur Wahrheit gehört auch, dass das Starrsein, auch sein, also dass die Behauptung, er sei starr gewesen, auch sein berechtigtes Urteil hat. Das ist, ich habe es am Anfang ja geschrieben, man in jemandes Schatten sich bewegen und erkennen, wie toll es ist, sich für etwas zu entscheiden, aber gleichzeitig natürlich zu wissen, welche Verhängnisse das für einen selbst mit sich bringt. Und jeder, der in der Partei war, weiß ja auch,
was es bedeutet und was es war. Das ist letzte Frage meinerseits. Also, Entschuldigung, dass du hast, ja. Weil nur weil du es erwähnt hast. Alles klar. Weil wenn ich heute an die Reue denke, an diese Filmrezension, dann kann ich das nur vergleichen mit einer Situation, wo man in einem Schützengraben, in einem propagandistischen Schützengraben sitzt und nur noch feuert und nicht mehr überlegt, warum eigentlich und wohin eigentlich. Und wenn ich daran denke, was diese Rezension, die ganz anders gedacht war übrigens, aber das spielt jetzt hier keine Rolle, wo hat man einfach Dinge mit sich geschehen lassen unter diesem soldatischen, nicht Druck, sondern der freiwilligen Begebnis, wo man heute sagen muss, das war es, nee, das war es nicht. So kann man nicht, so weit kann man sich nicht von sich selbst entfernen. Aber dann ist was, dann ist es geschehen und es ist in der Welt. Du hast dich damit auseinandergesetzt. Das ist ja auf jeden Fall festzuhalten. Ein großartiges sprachkulturelles Werk, unbedingt zu lesen. Sie möchten noch was fragen. Ich habe noch eine Frage zum Abendlicht. Da habe ich schwache Erinnerung, dass Vorwürfe geworden sind, dass er nicht sauber gearbeitet hat, dass er praktisch seine Biografie geschönt hat. Wenn man das biografisch liest, und einige haben es ja biografisch gelesen, soll er seine Biografie geschönt haben. Es gab ja da ein Heft, ein dickes Buch. Corino. Wie schätzt du das ein? Also diese Vorwürfe von Corino gab es. Es gab auch Beschönigungen an seiner Biografie. Dazu hat er sich selber auch geäußert. Das ist auch etwas, womit, das gibt es auch im Buch, viele Stimmen des Pro und des Contra, weil das auch etwas ist, wo ich mich nicht als Richter aufspiele. Und diejenigen, die also sagen, Mensch, das ist ein Makel, die mögen ihre Meinung behalten und haben auch auf ihre Weise bestimmt auch recht. Ich wiederum erkläre es einfach aus seiner Biografie, dass er der Ausgangspunkt war, ein Fragebogen nach 45 bei den Amerikanern, den er geschönt hat, wo er sein Leben geschönt hat und wo er dann auch sagt, ich hatte einfach Angst und habe gedacht, dass bestimmte Dinge wegzulassen, mir bei den Amerikanern einen günstigeren Leumund erschaffen würde. Das kann man alles aufdecken und kann es alles auch untersuchen und kann es auch kritisieren. Bei Corina kam natürlich dann hinzu, und daher kam dann die große Solidaritätswelle von vielen Künstlern, ob das Volker Braun, die Wolfs oder Diekmann waren oder Schorlemmer, kam natürlich hinzu, dass es eine grundsätzliche Auseinandersetzung wurde mit seiner antifaschistischen Vergangenheit. Und das finde ich unfair. Und das Abendlicht, das war immer schon ein bisschen sozusagen der Trick Hermlins, aber das ist das, womit er sich natürlich auch ein Risiko ausgesetzt hat. Es ist keine Biografie, aber es arbeitet mit biografischen Elementen und es ist natürlich eine Mischung. Es gibt aber Briefe zum Beispiel an den Thilo Medek, einen Komponistenfreund, wo er sagt, ich schreibe jetzt gerade wieder ein Buch in der mir typischen Art, wo ich also biografische Erinnerungen, biografische Reflexe verbinde mit dem, was ich als Literat, als Dichter denke. Das ist bei ihm so vermischt, das lässt sich nicht auseinanderhalten. Damit begeht man natürlich, wenn dann sowas passiert, wie mit diesen biografischen Enthüllungen, entsteht ein Risiko. Das muss getragen werden. Da kann man auch jetzt nicht sagen, die sind, haben alle falsch geredet. Aber ich muss sagen, ich lese, habe das Abendlicht auch damals schon nicht als Biografie gelesen. Und da hängt, was Sie sagten, da hängt jetzt wahrscheinlich wieder alles davon ab, auf welchem Standpunkt man steht. Ob man bereit ist, dem zu folgen, dieser Art, oder ob man eben sagt, naja, die hat er doch mit seiner Biografie rumgemalt. Ich meine, Peter Weiß hat sein Geburtsdatum verändert, um näher an der Oktoberrevolution zu sein. Es ist ja interessant, dass einer seiner Lieblingsgestalten Chateaubriand ist, also ein klassischer französischer Diplomat, wir kennen den nur von den Speisekarten, Chateaubriand, der also bewusst sein Leben
stilisiert hat. Er sagt, weil das ist diese Selbststeigerung, ist das Einzige, was dem Menschen aufgetan ist. Wir erheben uns nicht über die Niederungen unserer Frist, die wir haben, von Geburt bis zum Tod, durch irgendwelche Dinge, die wir erreichen im alltäglichen Leben, sondern wir erweisen uns nur in der Selbststeigerung, in der Selbstüberhebung. Jetzt nicht als Arroganz, sondern als, wohin bette ich mein eigenes Leben? In welche höheren Sphären und in welche anderen Welten gelingt es mir, mein Leben einzubetten? In der Fantasie, in der Vorstellung. Und das ist, das sagt Chateaubriand, was das Eigentliche des Menschseins ausmacht. Auch die Lust, mit dem eigenen Leben, ich sage es jetzt mal, zu spielen. Und das ist auch immer etwas, was Gefahren mit sich bringt. Und es gibt, ich erwähne hier, also es gibt ja die Geschichte mit einem Neandertaler, also ein Junge kommt aus dem Neandertal gerannt und schreit, ein Wolf habe ihn verfolgt. Und erzählt, ein Wolf habe ihn verfolgt. Das ist aber nicht der Tag, an dem die Literatur entstand, sondern die Literatur entstand an dem Tag, wo ein Junge aus dem Wald gerannt kommt und sagt, mein Wolf hat mich verfolgt und es war gelogen. Das ist eigentlich der Tag, an dem die Literatur entstand. Also dieses Spiel mit der bewussten Lüge, alle erfundenen Geschichten sind ja Lügen, wenn man so will, und das ist bei Hermine immer ein Prinzip gewesen, das natürlich das Risiko birgt, dass man es auch ganz nüchtern und ganz kalt so interpretieren kann, wie das Corino gemacht hat. Und dass sich so viele da für Hermine eingesetzt haben, das ist natürlich, das war ja nicht nur einfach ein parteiliches Bekenntnis zu ihm, sondern es war einfach die Ahnung, dass es ziemlich herzlos war, was da geschehen ist. Und die Tatsache, dass darunter eben auch große Dichter waren, die ihn in Schutz genommen haben, das hat einfach auch mit seiner Biografie zu tun. Jude, Kommunist, Verfolgter und dann nach 45 diese Angst, was passiert mit mir? Also ich gehöre nicht zu denen, die das verurteilen, ich versuche es zu erklären. Du verweist ja auch auf die Parallelität zu Peter Weiß, nicht nur wegen des Geburtstags, sondern wegen dem ganzen Opus. Das sehe ich das wieder schon als Wunschbiografie. Natürlich. Also, ja, richtig. Was soll ein Dichter anderes machen, als sich in die Geschichte stellen, wie du es eben schon gesagt hast. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, dann kommen Sie auch dran. Du schreibst ja nun Bücher über Gespräche mit anderen Menschen und deren Biografien. Das ist ja auch eine Art von Anverwandlung und von Ausprobieren, von Begegnungen. Also du hast Theaterwissenschaft studiert, im Grunde führst du auch, ist ja Lebenszeit, ist ja Arbeit, du setzt dich jetzt mit denen auseinander, du probierst sozusagen schreibend auch verschiedene Biografien aus. Kann man das so, du erkundest die im nachvollziehenden Schreiben und wählst unheimlich Material, musst dich mit der Ästhetik der Sprache auseinandersetzen, musst die treffen, gibst ihnen Ausdruck. Das ist auch ein spielerischer Umgang mit Zeitgenossen und du wandelst dich ja auch mit den Leuten oder anverwandelst dich mit sehr verschiedenen Menschen. Also die sind nicht extrem unterschiedlich, aber doch irgendwie einem bestimmten Spektrum zugehörig. Also ja, Fagelin und Gundermann und Gysi und Regina Hildebrand sind ja schon verschiedene Menschen. Nicht? Reinhold Messner, ja. Ja, ja. Also das Interview ist ja, ja, wie soll ich mal sagen, also nach 1989 war es ja eine Entscheidung zu sagen, ich bleibe in dem Beruf. Nach dem, was ich als Parteijournalist nur erlebt hatte und gemacht habe, da war das schon eine Entscheidung. Und da habe ich mir gesagt, also bis jetzt war ich ja immer in der Position des Tonangebenden, des Meinungsforschen und Forcierten. Wie wäre es, wenn ich schon in dem Beruf bleibe, also auch kenntlich bleibe in dem Beruf, wenn ich jetzt einfach mal zuhöre? Das ist eigentlich der einfachste Weg zum Interview. Mhm. Dass man sich hinsetzt, jemanden Fragen stellt und lässt denjenigen dann erzählen. Nun könnte man sagen, naja, das Interview ist die faulste
Arbeit eines Journalisten, der hält einfach seine Tröte hin und die erzählen und dann schreibt das jemand auf und dann wird es ein bisschen gekürzt und dann ist es in der Zeitung. Oder? Hier ist sie nicht ganz so. Und möglicherweise ist dann entstanden in mir immer so der Wunsch, so ein bisschen, das klingt jetzt überheblich, aber ich meine es nicht überheblich, so eine Art Zwei-Personen-Stück zu inszenieren. Das heißt also, über das Gespräch, Porträts in Frage und Antwort zu erschaffen. Und das hat sich irgendwie als Möglichkeit für mich ergeben und hat auch zu tun, so viele Biografien sind es ja nicht, also wo ich pur ein ganzes Buch schreibe. Das war Böwe, das war Hildebrand, noch ein paar andere. Meistens sind es wirklich Gespräche. Und insofern ist das sozusagen ausgeartet in die Höchstform der Arroganz, dass man sagt, ich halte nur das Ding hin. Aber im Prinzip erzähle ich ja auch in diesem Frage- und Antwortspiel von mir. Also es ist für mich eine Möglichkeit geworden, mich auch auseinanderzusetzen. Und am Anfang mit Leuten aus Denkwelten, bei denen ich erstmal testen wollte, wirklich ehrlich testen wollte, reden die überhaupt mit mir? Also nehmen die mich an? Also bei Regine Hildebrand war das zum Beispiel so. Die also auch genau wusste, woher ich kam und was ich gemacht habe und wo es also nicht einfach war. Dann habe ich sogar zwei Interviewbücher mit ihr gemacht und habe nach ihrem Tod ihre Biografie geschrieben. Also für mich ist sozusagen dieses Gespräch, diese Gesprächsform eine wunderbare Art. Ja, es hat doch was, manchmal hat es auch was von Theater. Also man muss ja überlegen, wie baut man so ein Gespräch auf? Wo wird man lang, wo wird man kurz, wo macht man Ping-Pong, zack, und wo lässt man mal 10 Seiten jemanden erzählen. Das macht mir einfach Freude und ich habe das auch immer als eine große Arbeit empfunden gegenüber denen, mit denen ich redete. Ich habe dann auch Vorwürfe bekommen auch von Kollegen, du bist zu wenig, wie investigativ. Das heißt, du gehst nicht zu entschieden genug dazwischen. Du musst doch Gegenfragen und du kannst dem doch nicht gestatten, dass der jetzt einfach alles erzählt, du musst doch einschreiten. Das wollte ich nie. Das kann ich auch nicht. Für mich war es immer wichtig, dass die Leute ihr Leben erzählen, sich öffnen und nicht ich derjenige bin, der dadurch glänzt, wie sehr er sie in die Enge treibt. Und das habe ich gern getan. Ihre Frage? Ich habe noch mal eine Frage zu Abendlicht. Und zwar bezieht sich das auf Stefan Hermlin als so ein Sprachkünstler und auch als dialektisch Denkender. Er hat da dieses Marx-Zitat in Abendlicht zitiert, ne, mit der freien Entwicklung eines jeden ist die Voraussetzung für die Entwicklung aller. Und er schreibt, er hat es immer genau andersrum am Anfang gelesen. Und das ist für mich auch so ein Widerspruch. Ich wollte fragen, ob Sie das in dem Buch auch irgendwie drin haben. Und so wie ich Sie jetzt verstanden habe, hängt es vielleicht zusammen mit dieser ursprünglichen Entscheidung für die Gemeinschaft oder so. Ich weiß es nicht, habe ich jetzt so als Frage. Das Zitat hat mich immer sehr gewundert. Ich bin damit nicht zurande gekommen. Mit seinem? Mit seinem, dass mit er seinem. Das falsch gelesen hat. Ja. Ich glaube, nicht nur er hat es falsch gelesen. Ich glaube, wir alle haben da, also wir alle, das ist jetzt ein Begriff, der nicht erlaubt ist, aber es wurde in der SED, in der DDR, wirklich immer interpretiert, damit meint Marx und Engels, aha, erst die Freiheit für alle, dann ist auch die Freiheit des Einzelnen gewährleistet. Und da wir noch nicht Freiheit für alle haben, muss man mit der individuellen Freiheit ein bisschen warten. Deswegen steht eine Mauer, deswegen können wir nicht reisen, deswegen gibt es das nicht. Jetzt sehr grob formuliert. Und so wurde es immer interpretiert. Es gibt auch sozusagen in der Parteiliteratur selbst gibt's Artikel, in denen das zwar dann nicht zitiert wird wörtlich, aber immer so in der Art, na, wie Marx schon schrieb und dann indirekt. Das war eigentlich immer so ein bisschen die Generalverfälschung von Marx, um zu legitimieren, dass wir eine eingesperrte Gesellschaft sind. Jetzt auch etwas grob vielleicht gesagt. Und Hermlin ist es aufgefallen. Und Hermlin war der Erste, so viel ich weiß, der in seinem Abendlicht das so verbessert hat. Also was heißt verbessert hat, sondern so aufgedeckt hat.
Und letztlich ist das ja dieses, das zuallererst die Entwicklung des Einzelnen das Entscheidende ist. Das ist ja ein ganz wesentlicher Satz für eine kommunistische Bewegung. Und diesen Satz konnte sie ja nie wirklich treu werden, weil immer natürlich der Zwang aus unterschiedlichsten historischen und politischen und geschichtlichen Gründen immer der kollektive Druck das Entscheidende war. Und da war das schon ziemlich revolutionär, finde ich, was Herr Mühl da entdeckt hat. Also man muss da kommentieren. Ich habe nun Philosophie studiert an der Humboldt-Universität und natürlich haben wir die Frühschriften und die ökonomisch-philosophischen Manuskripte gelesen. Und natürlich war klar, dass was in der DDR stattfindet, dass das irgendwie eine Art von grober Kommunismus ist und dass das nichts mit dem zu tun hat, was Marx dachte. Also wer sich mit dem Marxischen Werk wissenschaftlich oder fundierter beschäftigt hat, dem war natürlich völlig klar, dass das sozusagen das Wissenschaftliche und die ideologische Rede was Verschiedenes ist. Und insofern braucht er sich nicht der Erklärung von Herrn Lien. Das Tolle war, dass er sagte, dass er eingestand, er hat es immer falsch gelesen. Das heißt, dass er sozusagen den Fehler öffentlich bezeugt hat, das war die Leistung. Mhm. Nicht, dass er jetzt das aufgedeckt hätte. Mhm. Also da wurde ja für die ideologische Sprache. War, also klar, also für dein früheres Metier war das natürlich ein Hammer. Aber war natürlich allen halbwegs Kundigen bekannt. So. Also da war auch nichts Geheimes oder so. Aber das Entscheidende war ja zu sagen, dass er das einräumt. So. Und natürlich damit den Leuten, die es wussten, und die es zynisch benutzt haben, sozusagen die Leviten gelesen hat. So. Und, genau. das als Lebensbericht oder als Bilanz seines Lebens. Ja. Das war natürlich bemerkenswert. Ja, das hat auch ziemlich eingeschlagen. Also in unseren Kreisen. Spracharbeit, ja. Natürlich, ja. Sprachverwaltung, ja. Hauptverwaltung, Sprache sozusagen. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, wir haben einen ganz tollen Abend miteinander gehabt. Wir danken dir, Hans-Dieter, dir total für deinen lebendigen Vortrag. Und ich darf Ihnen mitteilen, dass diejenigen, die es nicht schon gelesen haben und begeistert berichtet haben davon, die Möglichkeit besteht, das Buch auch hier zu erwerben. Bitte kommen Sie wieder, falls Sie sich noch nicht eingeschrieben haben in unseren Verteiler. Wir machen weitere solche interessanten Veranstaltungen und wir sind natürlich unheimlich gespannt. Die blöde Frage, woran du jetzt bist, erspare ich mir. Und hoffe auf weitere interessante Dinge und danke dir sehr herzlich für den Abend und Ihnen fürs Kommen. Vielen Dank. Vielen Dank.